willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder in Osten nach Dessau zu der Firma Wagner Tuning. In dem Fall allerdings nicht zu Wagner Tuning, sondern zum Daniel. Daniel ist dort angestellt in der Mediaabteilung. Hat heute allerdings mal wirklich rein gar nichts mit Wagner Tuning zu tun, sondern Daniel hat ein extremes Hobby. So, und zwar fährt der mit Booten auf dem Wasserrennen. Das heißt, wir gucken uns sein Eigenbau-Rennboot heute an. Wo auch jede Menge Technik und jede Menge Eigenbau drin ist. Ihr wisst ja, ich zeige gerne sowas auf diesem Channel. Das heißt, wenn ihr irgendein krasses Hobby habt, was irgendwie irgendwas mit Technik zu tun habt und ihr wollt, dass das gerne hier vorgestellt wird, dann ballert es einfach in die Kommentare. Dort können ja gleich die Leute darauf reagieren und liken. Und keine Angst, ich lese mir das alles durch. Und wenn was Passendes dabei ist, komme ich auf jeden Fall auf euch zu. So, was machen wir heute? Daniel wird uns erstmal sein Boot vorstellen. Das Boot ist eher so ein flaches Rennboot, wo man drin liegt, und erklärt mal so ein bisschen die Technik. Das ist ein bisschen komplizierter, so ein Boot. So wie ich das verstanden habe, muss er zum Fahren wirklich mit beiden Händen und beiden Füßen agieren. Das heißt, mit dem einen Fuß kann er zum Beispiel die Resonanzlänge von dem Zweitakter-Auspuff verstellen, um somit im unteren und im oberen Drehzahlbereich richtig Leistung zu haben. Und genauso wird er ja lenken müssen, Gas geben müssen, die Trimklappen machen, einstellen und so weiter. Also das Ganze ist ein bisschen komplexer. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nur, dass es ein bisschen aufwendiger war, das Ganze zu planen, weil das geht nur an sogenannten Testtagen, weil halt Rettungsschwimmer vor Ort sein müssen und so weiter. Weil die Dinger sind nämlich nicht langsam. Die fahren über 100 km/h und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr in so einem flachen Ding liegt und mit 100 übers Wasser ballert, kann das auch mal gefährlich werden. Aber ich würde sagen, so viel dazu. Mal gucken, was da so geht. Angekommen, haben gerade schon die ersten Testläufe gesehen. Jawohl. Erstmal nochmal zu dir, Daniel. Ich habe schon angekündigt, du bist ja eigentlich in der Mediaabteilung bei Wagner. Jawohl, so ist es. Und also. Wir haben uns ein bisschen als Ziel genommen, auch mal so krasse Hobbys vorzustellen. Richtig. Und dann warst du ja auf uns zukommen und meintest hier, ich habe so ein krasses Hobby. Ja. Und deswegen sind wir heute hier. Das Ganze sieht schon spektakulär aus. Ich persönlich hätte gedacht, das Ganze ist kleiner. Ja. Doch schon recht groß. Ja. Aber klar, du sagtest ja, du liegst da auf dem Bauch drin. Genau. Das heißt, es muss ja eine gewisse richtig, Länge haben, ne? Richtig, also wir reden hier, glaube ich, also nicht glaube ich, wir reden ja bei der Länge um die 3,60 Meter bis 3,70 Meter von Spitze bis hinten. Mhm. Klar, ich muss da komplett drin liegen und dann die ganze Technik noch hinten rein. Wo du Technik sagst, ich würde mal sagen, genau da steigen wir erstmal ein. Ja. So, nee, stopp, ist falsch. Wir steigen erstmal bei der Sportart an sich ein. Ja. Ich wusste noch nicht mal, wie es eigentlich so richtig, richtig heißt. Wie ist eigentlich der Name für das Gefährt hier? Ist das ein Rennboot, Sportboot, Powerboot? Genau, das nennt sich eigentlich Motorboot Rennsport. Mhm. Und gibt es in verschiedenen Klassen. Das ist jetzt, also es gibt O-Klassen, also sprich Outboard, Rennbootklassen. Mhm. Also gibt es Motor auch, außen? Genau, da hängt der Motor hinten dran an einem Spiegel. Und dann gibt es Inboard-Rennklassen und da ist der Motor quasi in das Boot reingebaut. Und ja, das ist hier so Einstiegsklasse, möchte ich nicht sagen. Also O125 Kubik sind das. Das ist ein Einzylindermotor, der da hinten dran hängt, wird mit Methanol und Rizinusöl gemisch betrieben. Mhm. Liegt so bei 54 PS, macht er ungefähr. Fährt gut bei 14.000 Umdrehungen. Die Weltspitze in der Formelserie liegt so bei zwischen 135 und 140 km/h. Okay, krass, auf dem Wasser. Genau. So, auf die Details kommen wir später auf jeden Fall nochmal. Das heißt, es gibt diese Klasse und dann gibt es noch eine Klasse größer, 250 Kubik. Also es gibt noch mehrere höhere Klassen. Die nächste ist die O175. Also 175 Kubik sind dann auch schon Zweizylinder, gibt es auch als Einzylinder.
Und die wird aber in Europa nicht mehr betrieben. Also in Amerika wird die noch gefahren. Aber es ist dasselbe Prinzip. Die sind auch dieselben Boote. Mhm. Aber wird eben hier nicht mehr betrieben. So, dann kommt der 250 Kubik. Das ist eben ein Zweizylinder-Boxermotor. Ist quasi das Ganze, wie du es hier siehst, nochmal gespiegelt auf die andere Seite. Zweizylinder-Boxermotor, Zweitakt. Genau, so ist es. Mit 250 Kubik. Hat das so um die 120, 130 PS. Oh. Und fährt dann in der Spitze auch schon um die 165 bis zu 170, genau. Mhm. Und dann kommt die 350 Kubik und ja, da reden wir dann glaube ich schon von 150, 160 PS. Ja, sind wir so bei 175 bis 180 km/h. So, jetzt, das Ganze ist aber richtig eine Sportart. Ihr seid ja theoretisch auch ein Sportverein hier, ne? Ja, weil das ist hier der MWC Elbe Dessau, das ist hier der Start- und Zielturm, wo wir uns hier befinden. Das ist hier eine sehr traditionsreiche Rennstrecke, auf der schon 50 internationale Rennbootrennen stattgefunden haben. Sieht jetzt für den Laien erstmal aus wie, wie die Elbe. Genau, mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Also die Strecke wird dann hier abgesteckt und wir haben hier 1600 Meter Rennstrecke in einer Bananenform mit einer leichten Rechtskurve. Da unten ist quasi die untere Wendeboje, in der gewendet wird. Das Fahrerlager ist dort hinten, wo du den ersten Anleger siehst. Links bin ich, den ersten Schiffsanleger. Dort ist das Fahrerlager, von dort wird gestartet vom Steg. Und dann geht es hier lang runter bis zur oberen Wendeboje. Das heißt, ihr fahrt theoretisch übertrieben gesagt einen Oval? Ja, genau. Mit einer leichten Kurve noch da hinten? Genau. Links rum? Also es gibt jetzt, das ist jetzt hier ein Flussrennen. Es gibt auch Rennen auf dem See, wie der Gotsche zum Beispiel. Mhm. Und dort sind es bis 3x oder sogar 4x Kurse, wo man dann quasi, ja. Wie viele Teilnehmer starten da? Also das ist immer ganz unterschiedlich, aber ich sag mal so, bei den die Weltmeisterschaft wird in einer Serie ausgetragen, also das ist dann die Formelserie. Das sind immer mindestens 3 Rennen verteilt in Europa, 3 Läufe, und da starten immer so 12, 13, 14 bis zu 20 Teilnehmer. Also ist schon eine richtige Rennserie? Das ist schon eine richtige Rennserie, das ist auch ein olympischer Sport. Also das ist vom Olympischen Komitee, ist das als olympischer Sport abgesegnet. Hat was mit Förderung zu tun, wird nicht olympisch ausgetragen, aber es ist ein olympischer Sport. Wie lange betreibst du das Ganze schon? Also ich bin mein erstes Rennen im Jahr 2015 gefahren, hier zum 50. internationalen Motorbootrennen. Okay. Und an dem Boot, das Boot hattest du letztes Jahr auch schon oder ist jetzt kompletter Neuaufbau und quasi die ersten Läufe? Das Boot habe ich letztes Jahr gekauft oder aufgebaut, zusammengebaut. Aber wir haben es erstmal nur so gebaut, dass es fährt, und sind Ende letzten Jahres hier zum Test gewesen, haben getestet und haben dann natürlich aufgelistet, was alles gemacht werden muss über die Wintersaison. Okay. Haben das eben jetzt umgesetzt und sind heute hier zum ersten Test. Bei den Rennen ist ja der erste witzige Punkt ist schon mal der Start. Ja, genau. So, weil bei den Booten ist es so, die können mehr oder weniger nicht im Wasser laufen? Nein, genau, so ist es. Also die müssen sofort auf Drehzahl kommen. Also deswegen wird ja der Motor oder das Boot wird hinten angehoben, angerissen und dann mit Vollgas quasi eingesetzt. Gleich rein. Und dann geht's vorwärts. Ziel bei dem Rennen ist es aber natürlich, erst am Ziel zu sein. Das heißt, man fährt wie beim Auto einen Rundkurs genau. Und fährt wirklich gegen denjenigen. Nach Platzierung, genau, wird das ausgetragen. Also du fährst ganz normal auch hier in Qualifying. Die schnellste Runde entscheidet den Startplatz auf dem Startsteg. Ah, also mit Rundenzeit, okay. Krass, ja, genau. Ja. Die wird ganz normal gewertet. Und dann, genau, je nach Startplatz geht's dann ins Rennen. So, jetzt geht's zur Technik. Also, wir haben hier 125 Kubik Zweitakter. Jawohl. Extrem witzig schon mal. Er ist ja eigentlich noch nicht mal richtig liegend, sondern, wie sagt man dazu? Auf jeden Fall die Kurbelwelle ist in dem Fall wirklich vertikal nach unten. Ja, genau. So, vertikal nach unten und wirklich direkt auf dem Propeller. Das heißt, man sieht es hier, wenn ich hier jetzt, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, am Anlasserkranz, Reißkranz. Ja, genau. Die muss nämlich angerissen werden. Richtig. Ist das direkt 1:1 verbunden mit dem Propeller? Also 1:1, ja, genau. Du hast natürlich auch hier nochmal eine Steckwelle dazwischen. Mhm. Du hast hier im Unterwasserteil läuft eine Welle lang. Dann hast du hier die Verbindung mit einer Nuss, sagt man dazu. Also es ist ein Vierkant auf dem Vierkant. Da steckt eine Nuss zwischen und dann geht es hier auf einen Winkeltrieb. Also es ist schon noch eine Übersetzung zwischen? Es ist eine Übersetzung zwischen. Genau, aber es ist halt, du hast keine Kupplung. Du kannst jetzt nicht sagen, wir lassen den Leerlauf laufen und so weiter. Das geht hier in dem Fall nicht. Okay, dann sieht man hier auf jeden Fall wieder jede Menge geile gefräste Scheiße. Also das ist ja wirklich kein Standardmotor mehr. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger bis auf der Zylinder alles aus dem Vollen gefräst, ne? Ja, genau so sieht's aus. Also das ist
die Firma VRP aus Italien baut diese Motoren unter anderem. Also es gibt noch einen anderen Motorenhersteller, der Giuseppe Rossi aus Italien, aber sind rein italienische Rennmotoren. Mhm. Verona Racing Parts heißt VRP, also die bauen diese Motoren und die sind sogar auch in der MotoGP. Die Motoren kommen nur in Boote rein oder werden auch noch in anderen Fahrzeugen? Also die Motoren, so wie du das jetzt hier siehst, fahren nur in Booten. Weil ihr erinnert euch, wie wir für diese 40 PS im Roller gekämpft haben mit knappen 190 Kubik. Ne? Ja. Das Ding hat 125 Kubik und nochmal 15 PS mehr. Ne? Ja. So, ne? Das ist schon. Also das schiebt schon krass. Schiebt schon ordentlich. Wir haben eben gerade bei den ersten Testfahrten, habt ihr einmal den Zylinder drunter gehabt. Ich konnte einmal unter den Zylinder gucken. Ja. Das sieht schon krass aus. Ja. Also eigentlich besteht dieses ganze Teil nur aus Kanälen. Da ist kaum noch Zylinder offen. Ja. Das ist wirklich heftig. Also es ist auch extrem, ja, es ist eine sehr anfällige Technik irgendwo. Es ist eben klar, Renntechnik ist immer irgendwo anfällig. Aber speziell, ja. So, dann haben wir diesen exorbitant riesigen Vergaser da noch vor. Ja. Kraftstofftank, was für ein Kraftstoff? Also wir fahren Methanol mit einem Rizinusölzusatz. Ah, also wie damals die ferngesteuerten Autos ungefähr. Genau, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Wie hoch dreht das Ding? Also optimal, also es ist optimal, aber gut dreht er bei 14.000 Umdrehungen pro Minute. Es geht bis über 14.000, aber das ist so ein guter Richtwert, die 14.000 Umdrehungen. Okay, krass. Dann sehe ich auf jeden Fall hier schon irgendeine Art Steuergerät, sage ich jetzt mal. Das ist die Zündung, genau. Da sind die Zündungskurven einprogrammiert für den dem Vergaser hier besitzenden Powerjet. Der Powerjet ist quasi dafür da, um nochmal Kraftstoff einzupumpen, wenn ich in der Wende bin, weil sich da die Drehzahlen verändern. Und damit der quasi nicht abmagert, wird nochmal zusätzlich zwischen 8.000 und 13.000 Umdrehungen wird nochmal zusätzlich Kraftstoff eingesprüht und damit eine Schmierung garantiert. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen erklären, was du hier beim Fahren überhaupt genau machst. Also angenommen, du würdest nur ein Oval fahren, dann sitzen die dich ins Wasser und es geht sofort Vollgas los. Ja, genau. Die Wende fährst du aber nicht mit Vollgas, dann musst du einmal kurz vorm Gas gehen. Also es läuft so ab, du fährst vom Start, wie ich schon erklärt habe, du wirst reingesetzt mit Vollgas los, drückst den Motor nach unten mit dem linken Pedal. Ah, hiermit kannst du den Motor quasi hoch und runter machen. Genau, das kann ich dir nachher auch mal zeigen. Aber genau, du machst den Motor nach unten, dann bekommt er langsam Drehzahl. Hoch und runter heißt in dem Fall der Kippwinkel? Nein, wirklich in der Position wird er von oben nach unten, dass der Propeller praktisch noch tiefer im Wasser sitzt. Ah, ja, okay, genau. Krass. Verstehe, okay. Und bei einer gewissen Drehzahl wechsle ich dann quasi die Pedalerie und sage den Motor nach oben schnipsen, also er schnipst dann wirklich nach oben und drückt den Auspuff voll durch. Und dann wird der Auspuff lang und kriegt nochmal zusätzlich Drehzahl. Ah, okay. Und das heißt, sobald du schnell genug bist, dass das Boot aus dem Wasser rauskommt, ja, genau so sieht's aus. Dann veränderst du die Höhe von dem Motor nochmal. Nee, wenn das Boot aus dem Wasser rauskommt, dann ist der Motor, liegt da bereits gut und dann, Drehzahl. Verändere ich nochmal die Länge des Auspuffs. Okay, das heißt, du kannst wirklich mit dem Fuß hier hinten an der Tatsache da. Du kannst jetzt. Das ist ja geil. Genau. Ja, andere machen sich Gedanken, wie der Auspuff optimal sein muss. Ne? Und hier kann man ihn halt einfach verstellen. Hier kannst du ihn frei bewegen. Genau, aus. Und dann ist es so, dass wenn du in die Wände reinfährst, dann du fährst ja mit Vollgas an die Wände ran, dann lasse ich einmal die Zange kurz, du hast ja da eine Gaszange drin, lasse ich kurz einmal los, trete den Auspuff und den Motor, also Motor runter, Auspuff lang und fahre dann in die Wände rein. Mhm. Darf ich mich hier so reinknien? Ja, ne? Ja, na klar. Das Ganze ist ja hier, das sieht aus wie eine Mischung aus Kohlefaser und Carbon ist mit drin, genau. Es ist schon alles sehr leicht gefertigt. Jetzt haben wir selbst meine Hüfte schon fast zu breit für das Ding hier. Also es ist schon, man klemmt drin. Ja, ich muss das echt so sagen, also ich klemme da drin. Also bequem ist es nicht. Und dann, ja, wenn du eben lang liegst, immer beide Füße an den Pedalen. Die rechte Hand am Lenkrad. Und das heißt aber, du musst ja theoretisch mit dem ganzen Oberkörper drin liegen, weil du die Füße hoch hast. Ja. Also du kannst dich ja kaum noch auf die Beine drauflegen, ne? Weil die Füße müssen hier. Ja, also das läuft so mit den Leg dich, mach dich ruhig mal lang. Lass mal runterkippen. Genau, Füße hinten ran. Eine Hand zum Lenkrad und die andere an die Gaszange. Die Gaszange ist übrigens hier da unten drin. Gaszange trifft es auch ganz gut. Ja, also rutschst du wirklich zusammen und dann geht hinten der Vergaser auf. Und dann geht's vorwärts. Und das alles irgendwo, ich sag mal so vom Blick, so 30, 40 cm über der Wasseroberfläche. Und dann bei 130, 140 km/h.
im günstigsten Fall. Ganz wichtig, auch das Notfallpaddel dabei, ne? Ja, das muss sein. Also das muss zum einen, wenn du jetzt liegen bleibst, was durchaus häufig vorkommen kann in diesen Klassen, dass du aus dem Kurs rauskommst, also aus den Fahrlinien der anderen Rennfahrer, und dass du dich eben auch, wenn du jetzt zum Beispiel in der Wende liegen bleibst, dass du dich bemerkbar machen kannst, dass du dich sehen, weil es ist wirklich so, durch diese Scheibe dort siehst du nicht viel. Und ich sag mal, wenn du auf der Geraden bist und wirklich bei Vollgas, du hast eigentlich den Kopf unten, und guckst nur durch die Scheibe. Dazu kommt, das Boot steht ja auch nicht so, sondern eher so, das heißt, du guckst ja auch eher sogar in den Himmel rein, so, ne? Übertrieben, naja, ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt Klassen, da ist es so ein bisschen so, aber so grundsätzlich sieht man schon die Strecke. Weil du gerade sagtest, also Topspeed ungefähr 130. Ja, so bei 130, 135. Ich bin neulich mal mit dem Jetski 120, 125, 130 gefahren. Mhm. Und wenn ich mir überlege, wie das schon auf dem Jetski ist, dann will ich definitiv nicht wissen, wie das in diesem flachen Ding hier drin ist. Und dann liegst du ja mehr oder weniger mit dem Bauch auch noch auf den Wellen drauf, ne? Ja. Also das ist schon... Also man muss sich, ja, das ist schon heftig. Es macht Spaß, aber es ist heftig. Also es drückt auch ordentlich. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass eben in der 250 Kubikzentimeter Klasse der Weltrekord bei 182 km liegt, das ist schon wirklich krass. Also es ist schon extrem. Wie ist das hier so? Anschlaggurt und sowas gibt gar nicht? Nein, hier bist du nicht. Du liegst ja einfach nur frei auf dem Bauch drinne. Mit Absicht nicht, dass, falls was passiert, du möglichst schnell rauskommst? Also mir hat man mal gesagt, dass wenn der Fall eintritt und sich das Boot anhebt, eigentlich... weg vom Boot. Ja, wenn du dich wirklich überschlägst, was passieren kann, dann musst du irgendwie zusehen in der Millisekunde, wo du Zeit hast noch zu reagieren, dass du eben wirklich vom Boot wegkommst. Also wäre wahrscheinlich so ein Anschnallgurt. Dann kann es ja auch passieren, dass du kannst ja auch wegtreten oder das Bewusstsein verlieren. Und wenn du dann auf Kopf unter diesem Boot festgeschnallt bist, ist wahrscheinlich sehr ungünstig. Verstehe. Ja. Okay, krass. Also das ab 500 Kubikzentimeter, was die Vierzylinder-Boxermotoren sind mit um die 200 PS, zwischen 118 und 200 PS. Da bist du dann wirklich festgeschnallt in einem Cockpit. Aber die Boote fahren dann auch bis zu 100, zwischen 190 und 200 km/h. Okay, Linksgas. Aber das Gas ist jetzt nicht so, das hat man eben auch bei den Trainingsläufen schon ein bisschen gesehen, ist jetzt nicht so wie beim normalen Auto, dass du so ein bisschen Gas geben kannst, das Ding fährt so ein bisschen los. Ja. Sondern auch Vollgas. So nur Vollgas. Nur Vollgas. Einfach aufgrund dessen, dass nur bei Vollgas eine optimale Schmierung durch das Einspritzen des Kraftstoffgemischs passiert. Und wenn ich eben jetzt Halbgas fahre, das schaffe ich vielleicht 50 Meter und dann ist der Kolben fest. Und es war auch so ein bisschen so, dass bei Halbgas man es von der Kraft her noch nicht mal schafft, den Propeller dann überhaupt anzutreiben. Genau. Dass das Ding überhaupt fährt so. Der muss sich einfach voll drehen. Ja. Und das schaffst du eben bei Vollgas. Das kann man sich immer so, wenn man so einen Propeller sieht hinten, kann man sich das immer gar nicht vorstellen, dass da wirklich so ein Widerstand im Wasser ist. Ja. Dass man dann tatsächlich doch eine gewisse Leistung braucht, damit das Ding überhaupt fährt halt. Ne? Genau, ja. Was wiegt das Ding hier? Also mit Fahrer, das komplette Gespann mit Fahrer steht im Reglement um die 190 Kilogramm. Das heißt, wir reden hier von ungefähr 100, 110, 120 Kilo. Ja. Das Gefährt, das Boot. Ja. Ich sehe da vorne noch eine Druckanzeige. Was ist das? Ja, du musst halt im System einen Druck aufbauen, damit das System überhaupt erstmal anfängt zu laufen. Also der wird quasi vorher, bevor der Start erfolgt, wird das hinten aufgepustet. Wirklich noch mit Mundkraft. Und der Druck muss eben halten, sonst läuft das System nicht. Dann ist der Druck irgendwann weg und dann geht er aus. Und das ist aber für Kraftstoff oder wofür? Ja, genau. Dass der Kraftstoff aufgebaut wird. Das heißt, damit der Kraftstoff aus dem Tank überhaupt in den Vergaser reinkommt und so weiter. Richtig, muss ein Druck aufgebaut werden. Wie ist das mit Kühlung von dem Motor? Ist über Staudruckverfahren funktioniert das. Quasi, du hast hier vorne im Getriebe hast du zwei Bohrungen. Und durch den Staudruck, der entsteht, wenn du eben vorwärts fährst, wird Kühlwasser hoch an den Kreislauf gepumpt. Die kleine Öffnung reicht schon, okay. Ja, genau. Und dann tritt das nach dem Motorblock hier wieder aus. Also richtig schön wassergekühlt, genau. Mit immer frischem, kaltem Wasser. So ist es. Wie anfällig ist das so? Also die 125 Kubikzentimeter Klasse ist die anfälligste Klasse. Also die sind einmal vom Fahrverhalten sehr, sehr sensibel, was du jetzt mit den Auspuffen oder mit dem Auspuff hier in dem Fall und der Motorenhöhe machst. Und dann durch diesen Einzylinder hast du unwahrscheinlich hohe Vibrationen im System. Also wir können Schrauben abfallen beim Fahren irgendwann. Ja, ja. Also hier muss man wirklich immer gucken, dass wirklich alles richtig fest ist. Nach jedem Lauf, nach jedem Trainingslauf muss man immer alles festziehen und überprüfen. Das kann ja auch mal eine relevante Schraube abfallen. Das heißt, die 125er-Klasse ist so vom Spagat her zwischen fährt und fährt nicht?
Da ist so wenig Fenster, das stimmt, dass es halt entweder perfekt fährt oder gar nicht. Richtig. So ungefähr. Also was ich vorhin erzählt habe beim Fahren, dass wenn du den Motor runtertrittst und dieser Wechsel zwischen Motor runtertreten und Auspuff lang machen, ist so verschwindend gering. Also das muss man wirklich trainieren, ja, dass das nachher wirklich übergeht in Fleisch und Blut. Mhm. Sonst verliert der Motor. Wenn du zu tief mit den Drehzahlen kommst, dann ist Feierabend. Kommst du schon nicht mehr richtig in Fahrt, genau. Und warum muss man den Motor überhaupt tiefer machen beim Kurvenfahren? Warum kann er nicht oben werden? Weil man zu langsam wird, oder wie ist das? Weil zu viel Luft an den Propeller kommt. Und damit er eben mehr im Wasser ist, trittst du den runter. Okay, verstehe. Krasse Technik. Und lenken tut man rein eigentlich auch nur dadurch, dass man den Motor dreht. Genau, richtig. Das heißt, angenommen, es würde jetzt bergunter ein Fluss gehen und du würdest lenken, würde das Boot gar nicht richtig lenken, sondern du lenkst wirklich nur mit der Kraft von dem Motor. Ja, genau, so sieht's aus. Also man muss schon immer ein bisschen Gas geben zum... Du brauchst immer, also ich nehme wirklich vor der Wende einmal das Gas raus, ja, und mach sofort wieder Vollgas und reißt dann dabei das Lenkrad rum. Ja. Dass du quasi auch mit Vollgas durch die Wende fährst. Ja, und dann die Drehzahlen eben mit dem Auspuff noch regulierst. Ja, auf jeden Fall extrem krasse Technik, ja, dass es sowas heutzutage überhaupt noch so gibt, weil das ist ja schon noch richtig, ich sag jetzt mal einfach offener Motorsport so ungefähr, ne? Absolut, das ist wirklich... So ohne Gurt, ohne alles, einfach gib ihm. Ja. Eigentlich hätte ich vorgehabt, selber mal eine Runde mit dem Ding zu fahren, aber das wird auf gar keinen Fall was, weil das ist ja alleine fahrerisch, ne? Hast du jetzt ja alleine schon so viele Sachen geklärt, dass das garantiert so ausgehen würde, ich würde losfahren und da hinten stehen und ihr müsstet mich im Boot wieder abholen. Die Chance ist relativ groß, ja. Also man muss das wirklich in vielen Trainingsläufen trainieren, dass das nachher im Rennen muss das ja wirklich aufs Hundertstel funktionieren, weil eben alle anderen auch gut sind. Ja, ja. Und auch trainieren, also das muss schon in Fleisch und Blut übergehen, ist einfach so. Okay, cool. Ja, und man muss auch sagen, also hier speziell auf dieser Rennstrecke, das erste Rennen war im August 1957, also diesen Rennsport gibt es schon sehr lang. Zwar natürlich nicht in dieser ausgeprägten Form, aber ja, die Anfänge hier waren 1957. Wie bist du jetzt drauf gekommen, sowas zu machen? Also mein Vater ist früher gefahren, in seiner Jugend. Ja. Und das habe ich aber selbst natürlich nicht mehr erlebt, aber mein Großvater war hier Funktionär in dem Verein, war Vereinsvorsitzender, Rennleiter bei den Rennveranstaltungen hier und hat mich natürlich dann, als ich dann da war, immer mit zu den Rennveranstaltungen genommen, als er auch selber noch Rennleiter war. Und ja, mir wurde es quasi in die Wiege gelegt. Ist ja meistens so, dass sowas familiär übertragen wird. Ja. Okay, cool. Das heißt, wie sieht jetzt weiterer Plan für heute noch aus? Also heute ist, wir warten jetzt noch die Mittagspause ab und werden dann nochmal in ein paar Testläufe starten, noch ein paar Propeller ausprobieren. Die Einstellung, die wir jetzt in der Mittagspause vorgenommen haben, nochmal ausprobieren. Wir mussten dann Kolben wechseln und dann gucken wir mal, wie es läuft nach der Mittagspause. Das heißt, ihr fokussiert euch jetzt wirklich auf Geschwindigkeit, die ihr schafft und wie das Ding überhaupt generell so fährt. Genau, das, ich meine, irgendwo, Geschwindigkeit ist ja das eine, aber du musst ja den Lauf auch zu Ende fahren am Ende. Also brauchst du ja auch irgendwo eine Kontinuität im System und das versuchen wir jetzt gerade einzustellen. Wie lang ist so ein Lauf normalerweise? Also du fährst in der Weltmeisterschaftsserie sechs Runden in dieser Klasse. 6 bis 8 Runden geht das, je nach Klasse. Ja, genau. Das heißt, auch das wäre hier eine Runde jeweils? Ja, eine Runde, genau. 1600 Meter. Das heißt, wir reden da wahrscheinlich so von 5 Minuten, die so ein Lauf geht, 5 bis 8 ja, Minuten? Ja, genau, so in der Zeitspanne liegt das ungefähr. Also irgendwo fährst du, glaube ich, so um die 10 Kilometer nachher hochgerechnet. Aber du bist, das reicht auch. Ja. Sechs solche Runden. Ich sag mal, jetzt ist das hier für mich relativ entspannt, in Anführungszeichen, weil ich keinen Gegner habe. Aber wenn du hier Rennen fährst, dann ist das Wasser rau, du hast andere Gegner, teilweise mit Messer zwischen den Zähnen. Also, ja. Und du siehst natürlich auch gar nicht nach hinten, weil es gibt keine Spiegel und nichts. Ne? Das heißt, man muss sich da ja schon so ein bisschen zurechtfinden auf dem Wasser. Richtig, genau. Also was man üblicherweise machen sollte, ist, dass bevor du in die Wände gehst, guckst du nochmal nach links. Weil du schlägst ja dann in die Wände ein und da sollte jetzt nicht links von dir auch jemand sein, weil der bestimmt am Ende, wie eng du die Wände fahren kannst. Ja, ja. Aber jetzt so mit richtig umdrehen und nach hinten sehen, eher weniger. Aber der Idealfall für so ein Boot wäre wirklich, dass das Boot eigentlich komplett aus dem Wasser ist und nur noch die Schraube im Wasser hängt. Genau. Deswegen nennt sich dieser Bootstyp hier speziell Proprider. Das, wie du schon sagst, dass das Boot selber auf einem Luftpolster fährt. Und nur noch der Propeller im Wasser ist. Und ich glaube, da kann man sich auch am besten so vorstellen, wie viel Kraft das am Ende sein muss, dass halt wirklich das ganze Boot so aus dem Wasser gehoben wird. Dauerhaft. Ne? Genau. Nicht mal einmal kurz, sondern wirklich. Also da sind schon extreme Situationen in diesem ganzen System.
Wie ist das, wenn jetzt hier so ein Boot vorbeifährt, so mit Wellen und so weiter? Ganz schwierig. Also das ist wirklich ganz schwierig. Es kommt natürlich immer auf die Wellen, in welche Richtung du den Wellen fährst, aber mit solchen, ich sage, es sind ja auch leichte Boote, ja, ja, solltest du schon nicht über solche Wellen fahren. Also es entstehen natürlich Wellen im Rennen. Ja, ja. Ja, muss man aufpassen. Man muss das Wasser lesen. Mhm. Das heißt, du würdest aber tendenziell so eine Welle eher Volley da nehmen oder versuchen, da so schräg drüber hinwegzukommen? Das ist eine gute Frage. ja, wahrscheinlich. Also gegen die Welle zu fahren ist natürlich schwieriger, weil dadurch hebst du ja aus dem Wasser raus und dann hat der Wind Chance, unter das Boot zu viel Luft zu tragen und dich dann... Kennt man ja die Videos aus dem Internet immer, wenn einmal Luft runterkommt, dass das Ding dann wirklich so... Genau, so ist es abgeht, ja. Ne? Das ist, kann ja von einem auf die andere, von einem auf den anderen Augenblick kann das passieren. Und meistens sagt man, wenn du es merkst, ist es schon zu spät. Mhm. Also dann hast du keine Möglichkeit mehr, irgendwie was zu machen. Okay, ja, so viel zur Technik. Das heißt, wenn du da gleich wieder drin liegst, das Ding angerissen wirst und hier runterfährst, ist das in dem Moment gleich Vollgas? Das ist Vollgas, genau. Du fährst eine Wende und Vollgas wieder zurück. Richtig, so sieht's aus. Okay. Und das würde ich sagen, gucken wir uns jetzt als nächstes an. Wie viele Runden fährst du jetzt ungefähr? Je nachdem, wie es läuft. Mal 3, 4 am Stück. Warte. Warte. Passiert? Tja, Motorsport. Also, Motorsport, genau. Das ist passiert. Also naja, ihr habt ja gesehen, hier die Gerade lang hoch. Plötzlich mit einmal hört es auf. Mhm. Kein Schub mehr, nix. Und doch schon ein starkes Rucken. Also ich habe das gemerkt. Dann war mir eigentlich klar, der Kolben ist fest. Mhm. Ja, Näheres wird jetzt das Abschrauben des Kopfes zeigen. Sollen wir mal gucken, wann wir einen Kolben einbauen. Also das ist scheinbar normal, dass das öfter das mal passiert. Ja, das kann passieren, normal. Ja, es gehört dazu, ist halt Rennsport, ja. Und sonst aber klang auf jeden Fall besser als bei einem Test, so, ne? Es fühlte sich auf jeden Fall gut an jetzt, also muss ich schon sagen. Es fuhr sich gut, fuhr ordentlich. Was war das jetzt so an Drehzahl, was man geguckt hat? Ja, immer so um die 13, aber 2, schon 13, ja. 13, 3, ja. Aber da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Ja. Also auch von der Geschwindigkeit her, man muss... Aber das liegt dann, das ist dann die Sache wieder mit Propeller nachher. Ja. Ja. Dass man da eben verschiedene Propeller ausprobiert. Ja. Der ist jetzt so zum Testen, ist das in Ordnung, aber eben für Geschwindigkeit nachher ist der nicht optimal. Mhm. Das ist ja zu klein. Ne? Mhm. Ja. Okay, das heißt, da muss wirklich ein größerer drauf? Auf jeden Fall. Mehr Volumen. Genau, schafft, ne? Und vielleicht eine andere Steigung, größere Blätter. Ja. Muss man mal gucken, was wir da noch machen können. Und ist das jetzt eine Abstimmungssache, warum er jetzt gerade festgegangen ist? Oder also, Sie haben jetzt gerade gesagt, der Druck ist weg und es stimmt, die Anzeige ist bei null. Also es kann sein, dass der Druck irgendwo entwichen ist und dann kein Sprit mehr nachkam. Ah, okay. Und demzufolge die Schmierung fehlte und dann fest. Das heißt, wenn der Druck der Hände da reingemacht wird, wenn der weg ist, kommt gar kein Sprit zum Vergaser mehr und so weiter? Genau, dann verbrennt der noch den Rest, der da ist und dann... Klar, dann wird es natürlich so richtig heiß und richtig mager, ne? Genau. Und dann ist Feierabend. Dann ist alle. Okay, aber immerhin schon mal 2 Runden gemacht. Ja, nach der Umbaupause 2 ganze Runden.
Und jetzt ziehen wir erstmal einen Zylinder runter und gucken uns das an. Genau. So, ratzfatz ist Zylinder wieder ab hier. Jetzt kann man das Ganze wenigstens nochmal von innen sehen. Also auf jeden Fall, das ist schon wirklich High-End so, ne? So diese Überströmer, die ganze Größe von den ganzen Kanälen und so, das ist schon, ja, das ist schon männlich. Ja, und da ist ja auch das Corpus Delicti weg. Ja, den hat es wirklich komplett auf beiden Seiten. Fester geht dann bald nicht mehr. Genau, geklemmt, gefressen. Ja. Okay. Also es war auf jeden Fall der Druck, der hat gefehlt. Das heißt, hier wird manuell Druck in den Tank geblasen, damit der Sprit in den Vergaser kann. Ja, genau. Und da war eine Undichtigkeit und somit ist einfach während der Fahrt Sprit Mangel gewesen. Genau, das ist dann untergerechnet, ist genau so. Okay. Wir könnten euch trotzdem ein paar Runden hoffentlich zeigen. Wir kriegen auch noch ein bisschen Drohnenmaterial. Auf jeden Fall. Wir werden schon was Cooles rausmachen. Ich würde sagen, an der Stelle geht es mit neuen Kolben weiter. Hoffentlich hat der Zylinder nichts abbekommen. Ja. Extrem cooles, aufwendiges Hobby. Ja. Weil das ist halt noch so richtig Motorsport, ne? Wenn kaputt, dann kaputt. Das stimmt. Und es geht halt auch von alleine nicht wieder heile. Das heißt, man muss sich halt auch immer überlegen, warum ist es kaputt gegangen und so weiter. Ne? Oh, das Wasser kommt. Wasser kommt. Deswegen cool, dass du uns das gezeigt hast. Ja, schön, dass du da wart. Wir kommen auf jeden Fall noch mal einmal vorbei, wenn es ein richtiges Rennen gibt. Ja, gerne. Ich drücke die Daumen, dass es im nächsten Kolben besser wird. Dankeschön. Und dass du noch ein paar Meter machen kannst. Ich halte dich auf dem Laufenden. Alles klar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.